Wenn du deinen Traum leben willst, musst du glauben. Und zwar an dich selbst. Ach, was ein schöner Satz. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Moni Francis und Olli Dobisch bei mir. Bevor wir darüber reden, wer ihr seid und was ihr macht, zeigen wir es. Ihr seid auf jeden Fall Musiker und Künstler. Und wie das aussieht, wenn ihr auf der Bühne steht, das sehen Sie jetzt. Ihr habt euch kennengelernt, weil du vor 12 Jahren eine Anzeige aufgegeben hast. Was hast du gesucht? Ich habe 2006 Musiker gesucht für eine 50er Jahre Rock'n'Roll-Band und habe damals eine Zählungsanzeige aufgegeben und es hat sich genau ein Musiker gemeldet, das war die Moni. Ja, und zwar, weil ich zur gleichen Zeit die gleiche Idee hatte. Ich wollte auch eine Rock'n'Roll-Band gründen, allerdings nur mit Frauen. Hat nicht geklappt, es gab zu wenig Musikerinnen. Und dann habe ich die Anzeige vom Olli entdeckt. Und dann habt ihr euch getroffen, dann habt ihr gemerkt, okay, ihr brennt für das Gleiche, und zwar die Musik der 50er. Ja. Und dann ging es los. Und dann bis heute tourt ihr. Mit unserer Petticoat und Pomade-Show. Das ist eine Show über die 50er Jahre und Anfang 60er Jahre, über das Lebensgefühl von damals, über komische Gesetze, die es da gab, über Lebensweise, Mode, Möbel, die Musik. Wieso fasziniert euch dieses Jahrzehnt so? Wenn man sich mal damit beschäftigt, stellt man fest, dass die Musik damals wirklich der Ursprung der Rock- und auch Heavy-Metal-Musik war. Und es gibt ganz tolle Künstler aus Amerika, aus der Zeit, die haben für die damalige Zeit wirklich heftige Musik gemacht und daher die Faszination für die Zeit. Okay, würdet ihr gerne, wenn ich euch zurückbeamen könnte, da leben wollen? Eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich nicht leben, vor allem als Frau nicht, weil es war nicht so einfach. Gleichberechtigung von Mann und Frau gab es erst ab 1958. Davor durfte eine Frau nicht mal ein eigenes Konto haben, und war sie berufstätig, was der Mann erlauben musste, war sie berufstätig, ging das Geld auf das Konto des Mannes und sie konnte nicht frei darüber verfügen. Also das hätte ich jetzt nicht erleben wollen. Wir bleiben jetzt erstmal im Hier und Jetzt, und zwar habe ich einen jungen Mann getroffen, das ist der Dominik. Der hat jetzt gerade im Mai ein neues Musiklabel gegründet, Mountain Music, und was es damit auf sich hat, das sehen Sie jetzt. Ja, hey, Sparrow. Alles klar? Ja, was ja? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt von Defire jetzt heute nochmal was bekommen. Ich habe ein Musiklabel gegründet, weil ich hatte für eine Band, das Smiling Kisses, und mit der waren wir schon auch halbwegs erfolgreich. Aber wir haben einfach gemerkt, dass es so Newcomer sehr schwer haben, an Reichweite zu gewinnen, gerade auf YouTube und etc., weil da sekundenweise da die Videos hochgehen. Und da habe ich gesagt, das muss man ein bisschen fördern, die Newcomer in dem Bereich als aus allen Genres, und deswegen habe ich das gegründet. AMG vor dem Haus ist das Ziel. Mit den Jungs einmal lila Ziel. Mit den Jungs in dem AMG. Ich habe aktuell 12 Künstler unter Vertrag. Das sind 90% aus dem Hip-Hop-Bereich, weil dort einfach die meisten Künstler sind, die wirklich gute Qualität bieten und super Videoclips am Start haben. Und so hat sich das ergeben. Mein Kopf ist schwer voller Gedanken, die nur ständig um mich kreisen, ihnen immer wieder zu beweisen. Ja, ich will was reißen mit dem Rap, den ich seit Jahren mache. Neben dem Job bringe ich die Zeilen aufs Papier und befreie den Kopf. Drücke den Knopf, der mich Tag für Tag nur funktionieren lässt. Entweder hassen sie dich oder du wirst geschätzt. Doch zwischen Schätzung und Hass, da liegen Welten, was du leider selten alleine kommst. Also mein Tag sieht so aus, dass ich eigentlich 24 Stunden am Handy hänge oder am Laptop und mache dort Grafikdesign sehr viel und telefoniere aber auch mit Künstlern. Es können 15 bis 20 Mal pro Tag sein, und dadurch, dass es so eine 24-Stunden-Arbeit ist, braucht da meine Partnerin auch starke Nerven. Also mein Label hat es noch gebraucht, weil die ganzen Major-Labels gerade echt überfordert sind. Es gibt super viele Newcomer, die eine hohe Qualität haben und auch die Möglichkeit haben, in die Charts zu kommen. Und die erhasche ich mir quasi so aus dem Markt raus. Man kann sich bei mir jederzeit bewerben. Wir nehmen die Künstler an, wenn sie super Material haben. Also die Aufnahme muss gute, hohe Qualität haben und auch schon ein Videoclip muss vorhanden sein, um einfach das Engagement schon zu zeigen für uns. Mit den Jungs immer lila ziehen, mit den Jungs in dem AMG. Ich muss jetzt auch schon auflegen. Ja, dann hört man sich, gell? Ja? Ja, also mach's gut, ciao.
Ja, und Sie sehen, meine beiden Gäste, die küssen sich. Die sind nämlich nicht nur auf der Bühne ein Paar, sondern auch im Privaten ein Paar. Mhm, ne? Genau. Ihr seid nicht verheiratet, aber im Vorgespräch, Olli, hast du mir gesagt, das soll vielleicht bald kommen. Jetzt sag nicht, du weißt davon nichts. Nee. Oder, also, nein, jetzt fange ich an zu schwitzen. Das ist ganz selten, dass der Olli rot wird. Jetzt wird er gerade rot. Ich werde mit rot. Naja, gut. Also ich muss jetzt mal mich ganz kurz sammeln und mal überlegen. Also jetzt seid ihr über 11 Jahre schon auch ein Paar. Aber für dich war schon ganz früh in der Kindheit klar, ich möchte irgendwann mal einen Olli als Mann an meiner Seite, gell? Ja. Warum ein Olli? Der Name Oliver, der hat mir immer schon gut gefallen, weil an der Ecke, wo ich gewohnt habe, an der Straße, ist ein neuer Junge eingezogen, natürlich mit seinen Eltern. Das war in der 1. Klasse, wir waren erst 6 Jahre alt. Und den fand ich so nett und der hieß Oliver. Und ich dachte mir, Mensch, mein Mann später, der sollte Oliver heißen. Ja, und dann traf ich ihn, er hieß dann auch noch Oliver. Aber ich sehe nicht so aus. Na, du siehst bist ja, du bist älter. Okay. Ein paar Jahre. Und war für dich immer klar, du möchtest irgendwann eine Moni? Ja, klar, natürlich. Also schon immer. Also wenn ich Mädels kennengelernt habe, ich wollte zuerst den Namen wissen, wenn du nicht Monika war, dann war es leider erledigt. Na Gott sei Dank hat es hier an dieser Stelle auf jeden Fall bis heute ein Happy End. Wir müssen ganz kurz eine kleine Unterbrechung machen und sind gleich wieder da mit Olli und Moni. Moni Francis und Olli Dobisch, heute bei mir zu Gast, Künstler und Musiker. Wir haben jetzt schon darüber geredet, dass ihr zusammen ein Projekt habt, viele Projekte macht, aber ihr macht auch Solo, euer eigenes Ding. Und da du, glaube ich, 80% der Zeit redest, fangen wir jetzt mit Olli an. Ja, so schlimm? Ja. Nein, das ist normal, Moni, das ist normal. Genau. Olli, du bist eigentlich Polizeibeamter gewesen, hast nebenher Musik gemacht, der Heavy-Metal-Bereich. Dann haben die gesagt, du musst dich entscheiden. Genau. Dann bist du gefeuert worden. Genau. Und dann ging es erstmal bergab. Ich habe mich zuerst selbstständig gemacht noch und war innerhalb von einem Jahr komplett pleite. Und dann habe ich eigentlich mit dem Leben abgeschlossen. Und genau in diesem Moment lerne ich eben die Moni kennen. Und sie hat mich dann eigentlich aus diesem Loch herausgezogen. Aus dieser Erfahrung heraus bist du unter anderem als Coach unterwegs und als Redner. Was vermittelst du den Menschen? Die Menschen sind also nicht krank, sondern die stehen vor einer unsichtbaren Wand und sagen, ich bin eigentlich zufrieden, aber ich spüre in mir, da muss noch irgendwas heraus, was ich gern machen möchte, unabhängig von dem, was ich schon erreicht habe. Und da setze ich dann an bei diesen Menschen und helfe ihnen zum Sagen, okay, es gibt noch ein anderes Leben und wie kann ich diese Ziele erreichen, ohne dass ich gleich mein komplettes Leben aufgeben muss, weil die Menschen in dem Alter, die diese Erfahrung haben, das geht zu Ü30, Ü35 los. Die Menschen haben Beruf, Familie, Kredite und. Da kann man natürlich nicht einfach sagen, so, ich werfe mein Leben hin und ziehe alleine los. Und solche Menschen coache ich und das vermittle ich auch auf Seminaren und Vorträgen, also, wie ich da rauskomme. Ja, toll, auch diese Seite kennenzulernen. Und bei dir gibt es auch noch eine zweite Seite. Du gibst dein Wissen auch weiter, aber musikalisch, und du hast eine Gesangsschule. Ja, genau. Wer darf denn zu dir kommen? Jeder. Kann ich auch als Laie, Frau Müller, ja, um die absolut, Ecke? Absolut, absolut. Ja. Das sind alles Laien, die zu mir kommen. Ich finde es eine schöne Sache, dass ihr das Wissen und die Lebenserfahrung einfach nicht nur auf der Bühne auslebt für euch, sondern tatsächlich auch an andere Menschen weiterreicht. Das ist ja ein großes Geschenk. Die Menschheit hat sich nur entwickelt, weil Menschen mit Erfahrung ihre Erfahrungen anderen Menschen weitergegeben hat. Deswegen hat sich der Mensch entwickelt. Und ich bin aus dem Loch herausgekommen, weil mir andere Menschen mit ihrer Erfahrung geholfen haben. Und ich möchte das Gleiche eben weitergeben. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt in meinen nächsten Beitrag galant überleiten soll. Ich glaube einfach abrupt, weil wir sind ja im Sommer und im Sommer finden ja immer wieder Festivals und viel an Musik statt, mehr als sonst, wie ich das empfinde. Und wir waren unter anderem letztes Wochenende auf dem Mercedes-Benz Konzertsommer. Und was da los war und wie das aussieht, sehen Sie jetzt. Was ist das Tolle an einem Konzertsommer für dich? Ja, jetzt ist das Wetter gut und es ist einfach live. Live-Konzerte sind immer cool. Warum bist du heute Abend hier? Weil mir mein Freund die Karten gekauft hat. Oh, das ist der Freund. Warum? Was hat sie getan, dass sie die Karten verdient hat? Weil sie schon immer nett ist zu mir, schon immer. Wie lange stehst du denn schon hier? Eine Stunde ungefähr. Und warum ist es so wichtig, gleich am Anfang der Schlange zu stehen? Damit man vorne steht. Okay, ich gebe zu, das war jetzt tatsächlich eine bisschen blöde Frage. Aber was definitiv außer Frage steht, ist, dass diese Veranstaltung ein absolutes Highlight in unserer Region ist.
Bereits zum zweiten Mal findet der Mercedes-Benz-Konzertsommer statt. Und rund 23.000 Musikbegeisterte haben es sich nicht nehmen lassen, letztes Wochenende in Bad Cannstatt mit dabei zu sein. Die große Open-Air-Bühne ist zwischen dem Mercedes-Benz-Museum und der Niederlassung von Mercedes aufgebaut. Gerade noch beim Soundcheck ist der Newcomer Blinker, der sich sehr auf seinen Auftritt freut. Es hat alles geklappt, ich fühle mich sauwohl, es klingt super gut, die Bühne ist riesig. Und ich glaube, das Konzert wird sehr gut, ja. Ich fühle mich wohl. Wieso Blinker? Ich finde das irgendwie witzig, ein Licht zu sein, das irgendwie, weiß nicht, die Richtung angibt oder einfach nur nach Aufmerksamkeit irgendwie hascht oder so. Ich glaube, ein Blinker ist auch so ein Angelköder, finde ich auch witzig, ein Köder sein. Ja, und jetzt Blinker. Ja. Und dann geht's endlich los. Bei strahlendem Sonnenschein schafft es Blinker, tatsächlich die Leute zu ködern. Ja, super cool, mega. Macht Spaß hier auf Konzert zu sein. Ich finde die Atmosphäre total schön, weil es hier total gemütlich ist. Ja, also ich finde es auch recht schön. Also das Wetter ist ja jetzt doch wirklich gut geworden und macht echt Spaß. Find ihr super cool. Gefällt mir echt total. Ja, und ich habe eine gute Nachricht, falls Sie das jetzt gut fanden, was Sie gesehen haben, den Konzertsommer gibt es natürlich auch nächstes Jahr wieder. Ihr Lieben, wir sind schon am Ende. Es geht immer so wahnsinnig schnell. Ja. Vielen, vielen Dank für eure Zeit schon mal. Und meine Sendung endet traditionsgemäß mit zwei Veranstaltungstipps und euren dürft ihr jetzt bitte in die Kamera sagen. Wir haben einen ganz tollen Tipp und zwar am 18. Oktober spielt ein ganz toller Kollege von uns, der Comedian Hennes Bender in Stuttgart in der Rosenau. Geht hin, um 20 Uhr ist Beginn, 18 Uhr Einlass. Davor gibt es ein ganz tolles Essen im Restaurant der Rosenau. Wunderbar. Und mein Tipp ist, das Marienplatzfest steht wieder vor der Tür am 19. bis zum 22. Juli. Der Eintritt ist frei, da spielen viele tolle Bands. Es gibt was für Familien, gutes Essen, auch da sollte man auf jeden Fall hingehen. Alles Gute. Danke. Danke. Und wir sind gespannt, was in Zukunft mit euch passiert. Und wir auch. Sehr schön. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.